Hallo. Herr Lederer. Telefon, ja. Und Sie wollten sich ja über die Vorteile einer Zahnzusatzversicherung informieren, deshalb auch mein Rückruf. Können Sie das so ein bisschen nochmal wiederholen? Ich bin nicht ganz wach. Ah, dann versuche ich später nochmal, ja? Also einfach nur Tschüss. wiederholen, bitte. Und Sie wollten sich über die Vorteile einer Zahnzusatzversicherung informieren. Jetzt habe ich Sie verstanden. Vielen Dank. Okay, alles klar. Bis Ja. dann. Das hat sie einfach aufgelegt. Oh, ein Anrufer! Hallo. Dimitri Sommer wollte ich gerne sprechen. Am Telefon, guten Tag. Hallo, Herr Sommer, Sie Hallo. hatten ja teilgenommen an unserer Auslosung für das 500 € Tankgutschein-Gewinnspiel im Internet. Das ist ja richtig, ne? Da war was. Ja. Da findet die Auslosung jetzt hier in 12 Tagen statt. Und da Oh, sind Sie geil. natürlich mit bei. Und wir hatten mal für unsere Teilnehmer so Überraschungspakete zusammengestellt. Die bestehen hier aus zwei tollen Sachen. In dem Paket wäre mal drin eines unserer Geschenke. Das könnte Oh. mal sein, eine neue OKG Braun Zahnbürste elektrisch, Holzkohlegrill der Firma Landmann oder auch ein Bluetooth-Lautsprecher von Kamm. Welches der Geschenke käme denn davon für Sie am ehesten in Frage oder Habe für ich welches würden richtig Sie sich da verstanden? interessieren? OB? Wollen Sie mir OB schenken? Zahnbürste elektrisch, Holzkohlegrill oder der Bluetooth-Lautsprecher von Karcher? Bluetooth klingt geil, Bre. Das will ich haben. Ja. Den Bluetooth-Lautsprecher, den hätten wir auch in zwei Farben hier. Kann man sich natürlich dann auch selber aussuchen. Oh, cool. Hat so eine Akkulaufzeit von bis zu insgesamt 8 Stunden am Stück, also hält natürlich dementsprechend noch lange durch. Geil. Kann man gut bei der Arbeit Und Musik dazu, hören. genau, richtig. Und dazu lesen Sie dann einfach mal für kurze 12 Monate unsere beste Fernsehzeitschrift. Das wäre hier in dem Fall die Auf einen Blick. Zu einem Aktionspreis von gerade mal 1,55 €. Das Geschenk für Sie nach wie vor komplett gratis obendrauf. Das Zeitung Ja, brauche wird ich sie doch nicht. ganz. Können Sie behalten? Das brauche ich nicht. Ich habe keinen Fernseher. Ist in Ordnung. Kannst du jemand Ja. anderes geben? Was lesen Sie denn für Zeitschriften oder was Eigentlich interessiert gar Sie da eher? nichts. Das können Sie jemand anderen geben. Der freut sich darüber. Ich kann das Alles nicht klar, dann nehme ich Sie gebrauchen. ja raus bei uns, okay? Ja, und wann kommt das Bluetooth? Zusammen mit der Zeitschrift, das ist ja ein Paket, deshalb habe ich das ja auch zusammen eben gesagt. Ach, ohne kann ich das gar nicht kriegen? Zeitschrift zusammen mit dem Sachgeschenk, das ist ein Paket. Das ist doch kein Geschenk, wenn ich dann eine Zeitung abonnieren muss dafür. Doch, natürlich ist es ein Geschenk. Sie zahlen ja nicht fürs Geschenk, oder? Das ist dann eine Prämie, aber kein Geschenk. Doch, das ist ein Geschenk ist Geschenk. ohne Das bekommen Sie ja zu der Gegenleistung. Zeitschrift dazu geschenkt. Geschenk ist ohne Gegenleistung. Hier muss ich was kaufen, dass ich was kriege. Das ist ein Geschenk. Na, das müssen wir jetzt mal bei Lexikon nach Definition von Geschenk gucken. Also ich glaube nicht, dass man das als Geschenk bezeichnen kann. Dann ist es halt für Sie eine Prämie. Aber dann nehme ich Sie ja raus bei uns, okay? Na, nicht rausnehmen. Vielleicht will mich ja noch andere Kollegen anrufen. Ihr seid immer so nette Leute. Ja, also ich nehme Sie jetzt. Das Lustige ist ja immer, ihr ruft ja alle paar Tage bei mir an. Ihr erzählt jedes Mal was komplett anderes. Diesmal ist das Gewinnspiel wirklich direkt von euch? Ja, aber es sind unterschiedliche Firmen, die Sie dann anrufen. Das sind nicht nur wir. Na, die Das sind nennen sich andere aber Firmen, immer das sind nicht immer Bauer. meine Kollegen, das sind andere. Die bitte? Die nennen sich aber immer Bauer. Ja? Da. Nee, also wir haben noch nie mit Ihnen gesprochen Wie war persönlich. die Adresse von dem Gewinnspiel? Da kann ich nachgucken. Tankgutschein war das im Internet Ja, von 8. wie heißt die Seite? Ah, jetzt hat er aufgelegt, der Hut. Dimitri Sommer hätte ich gern gesprochen, bin ich da richtig? Da sind Sie richtig, ja. Freut mich. Ich melde mich vom, mache die Rückrufe zum Thema Zahnzusatzabsicherung. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema geworden, Herr Sommer, da die gesetzlichen Krankenkassen da immer weniger Leistung übernehmen. Wenn Sie mir sagen, wie jung Sie sind, kann ich Ihnen gerne mal unverbindlich nach einem passenden Tarif für Sie schauen. Junge 30 Jahre bin ich alt. Junge 30. Gesetzlich krankenversichert sind Sie? Privat. Privat versichert. Da. Okay. Einzigste Voraussetzung, warum ich nichts für Sie tun kann, weil Sie müssen in der gesetzlichen Krankenversicherung sein. Dann vermerke ich das natürlich so, Herr Sommer, nimm es bei uns raus und wünsche Ihnen einen schönen Tag, ja? Danke gleichfalls. Das wird Anja. Ja, wiederhören. Tschüss. Hallo. Hallo. Ja, hallo, hier ist die Heidi Scharf. Ich rufe an vom Weingut Reichsgraf von Ingelheim. Und ich melde mich, Sie hatten ja online eine Umfrage mitgemacht und hatten Interesse an unserem Weinpäckchen mit dem 20 € Rabatt. Bringt uns als hin und wieder mal ein bisschen Wein.
Also können Sie das nochmal wiederholen, bitte? Ja, ich ich rufe bin an gerade erst aufgewacht. Vom Weingut rufe ich an. Sagen, Schwein ist immer gut. Das ist so ein Lebenswort. Ich habe 9 Flaschen von unserem Weingut in Nackenheim. Nackenheim, was ist das für ein Name? Bei Mainz. Sackenstark. Trinken Sie gerne Wein. Das Wein ist im Prinzip ja neben Jägermeister so ein Lebensinhalt. Mhm, und dann lieber der süße oder der trockene? Ja, so am Tag 2 Liter Lambrusco, das ist mein Limit. Hallo? Das hat hier aufgelegt. Aber zu viel ist gut. Guten Tag, Kadi, mein Name vom Portal Kelte. Kann ich bitte mit Dimitri Sommer sprechen? Ja, der ist am Telefon. Guten Tag. Ich hab's nicht verstanden. Ja, der ist am Telefon. Guten Tag. Guten Tag, Sie haben beim Gewinnspiel teilgenommen. Hab ich gewonnen? Ja, haben Sie. Ja, was denn? Alles. Alles? Wann haben krieg Sie gewonnen. Ich das? Genau. Wann krieg ich das? Sie bekommen alles, was Sie möchten. Ja, da können Sie dann bitte aufschreiben. Ja, sagen Sie. Also ich möchte Wladimir Putin als Präsident bei Deutschland. Nee, nur Technik, nicht Putin. Ah. Putin ist vielleicht ein Roboter Putin, das können wir machen. Okay, Roboter Putin, der aussieht wie Angela Merkel, okay? Mit Schnurrbart vielleicht noch unter der Nase. Nee, wenn dann mit Schnauzbart. Okay, und kann der dann weiter. Was möchte ich? Möchte ein elektrischer Hund haben. Ja? Ich möchte... Soll er bellen? Ne, der soll wie Otter klingen, wie eine Otter. Oder wie eine Katze, vielleicht besser. Okay, dann möchte ich so eine vollautomatische Telefonanlage, wie aus so Callcenter haben. Ja. Okay, dann möchte ich noch? So ein... was möchte ich denn noch haben? Ich möchte ein Telefon, wo ich immer neue Nummern erstellen kann. Okay. Weiter? Wie viele Wünsche habe ich frei? 15. 15. Wir haben jetzt 4. Dann will ich 4 haben wir jetzt schon. Dann will ich einen Backofen, den man auch als Kühlschrank benutzen kann. Ja. Dann möchte ich für mein Schlafzimmer, für Fenster, so Einflugslöcher für Kanarienvogel haben, mit so einem Chip dran, wie bei Katze. Ja. Ich möchte alle Techniksachen da, richtig? Okay, alles. Ja, nee, ich kann mir alle Techniksachen wünschen, alles was Elektrik ist, ja? Genau. Dann will ich so ein Kalaschnikow, das Bratwürste verschießt. Elektrischer. Da, Kalaschnikow. Elektrisch. Ja, die Bratwürste. Zum Goldenen. Die Bratwürste. Zum Goldenen. Nein, ich bin doch kein Bonzeblät. Ich bin doch nur ein bescheidener Goldener, Russe. Gut. Dann brauche ich doch? Ich brauche unbedingt einen zweiten Monitor. Weißt du, in einem Monitor läuft ja der Chat. Willst du eine Sexpuppe vielleicht? Ah, das ist langweilig. Da hab ja meine Fans blöd. Weißt du, ich brauche einen zweiten Monitor, weil bei einem Monitor, weißt du, läuft ja der Anruf und bei dem anderen Monitor, da läuft ja der Chat. Weißt du, und ich kann immer nur eines angucken. Das ist doof. Genau. Und dann hätte ich aber gerne ich mach die, ich schick die, ich schick die Nummer weiter, ich kenn dich. Ja, da hab ich mir doch gedacht. Wir haben doch hundertmal gesprochen, Mann. Ja, Mann, wie viele Leute sind bei dir, dass ich immer nur dich ans Telefon kriege? Das ist doch bei euch. Ich hab da immer wieder Glück, mit dir zu reden, aber ich schick die Nummer weiter, ja. Oh, blöd. Was ist eigentlich... Aber nicht immer wieder Dimitri. Unter Dimitri kennt man dich schon. Ja, aber ich habe einen anderen Namen, blöd. Wladimir. Mach Wladimir. Ja, dann nenn mich halt Wladimir Sommer, blöd. Aber du... Ich werde das hier auf Wladimir ändern und ich schicke es weiter, damit du weißt. Die Geschichte erzählst du mir jedes Mal und nicht ein einziges Mal ist ein Rückruf gekommen. Was ist, seid ihr noch nicht pleite gegangen, wenn ihr nicht mal so einfache Sachen machen könnt? Ich schicke das weiter und dann ruft dich später jemand an, okay? Ja, wann denn? Warte mal. Legst dich auf 15 Uhr. Alles klar. Hast du zwar schon 20 Super. Mal gesagt, aber ich werde da sein. Ja, und kann bis später. Ciao. Kann ich bitte noch eine Roboterziege haben? Schicke ich dir auch mit. Blöd, geil, super. Ja, super. Bis dann. Ciao. Das wird dann, ihr Blöd. Sommer, hallo. 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 Einen schönen guten Tag, Pauli, mein Name. In der Fotox, es geht um Ihren Hund, da gab es ja mal eine kleine Probe von uns, ne? Um was geht das? Bitte? Worum geht das? Um Ihren Hund geht das. Was ist mit meinem Hund? Wir haben Ihnen eine Probe geschickt.
Nein. Doch. Mit wem möchten Sie denn überhaupt sprechen? Dimitri Sommer. Der ist am Telefon. Ja. Ach, ich sehe gerade, die Probe kam wieder zu uns zurück, weil die Adresse falsch war. Ich weiß gar nicht, wer Sie sind. Dinner for Dogs, Pauli ist mein Name. Das habe ich verstanden. Ja, und es geht da um Ihren Hund. Was ist mit meinem Hund? Na, wir wollten Ihnen eine Probe schicken, aber die Adresse ist wohl falsch. Da hatten Sie mal mit einem Kollegen gesprochen. Wann das denn? Am 24.11. Das ist ja auch schon lange her. Ja, wir haben Sie bis dato nicht mehr erreicht. Das ist sehr traurig. Ja, da kann ich ja nichts für, ne? In der Tat. Und jetzt? Als Straße habe ich hier Alt Moabit 122a. Ist irgendwas lustig? Ich habe gefragt, ob die Straße stimmt. Da. Sehr gut. Ja, dann lasse ich Ihnen nochmal eine rausgehen, weißt, ne? Weißt du, was lustig ist? Was ist denn? Das ist Adresse von Gefängnis, Blät. Echt? Da. Na dann, viel Spaß dort. Tschüss. Na dann werde ich haben, ihr landet da auch noch für eure Telefonterrorismus. Jetzt hat er aufgelegt. Das ist das Geile bei dieser Dimitri-Adresse, die führt zu Gefängnis in Berlin. Nur eine andere Zahl noch davor geschrieben. Natürlich nicht richtige Gefängnis. Aber geil. Hallo. Hallo, guten Tag, Herr Harp. Heribert? Hallo? Hallo, ja, hier ist Otter, hallo. Mein Name ist Tyler Kohopcela, Vertriebspartner von Mastercard. Ja. Ich habe Sie angerufen, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie in den nächsten 3 bis 4 Tagen das Trio-Paket nach Hause geliefert bekommen. Sie erhalten von uns ein kostenloses Online-Privatkonto, ja, eine Prepaid Mastercard und zu allerletzt eine Kreditofferte von bis zu 7.500 Euro direkt auf die Mastercard gut geschrieben, okay? Was bekomme ich für ein Paket? Das Trio-Paket nach Hause geliefert bekommen Sie erhalten von uns ein kostenloses Online-Privatkonto, eine Prepaid Mastercard und zu allerletzt eine Kreditofferte von bis zu 7.500 Euro direkt auf die Mastercard gut geschrieben, okay? Kostenfrei, das ist ja wunderbar. Ja? Hallo? Ja? Junge Frau? Ich hatte hier aufgelegt, die Drecksau. Ich hab euch schon so oft erwischt. Hallo, guten Tag. Sven Meister ist mein Name, von der Yellowstrom, grüße Sie. Ja. Ein Gärtner, ein Eberhard Gärtner. Ja, einen Moment bitte. Herr Gärtner, Telefon. Gärtner, hallo. Hallo? Ja, hier ist Gärtner. Eberhard Gärtner. Ja, genau der. Grüße Sie. Ja. Herr Gärtner, wir melden uns nochmal wegen dem Strom- und Gasanschluss, ne? Wegen was bitte? Wegen dem Strom und dem Gasanschluss, Herr Gärtner. Ja, was ist denn damit? Ja, Preiskostensenkung. Haben wir doch schon uns bei Ihnen gemeldet. Ja, so haben wir auch schon einmal zusammen geschnackt gehabt. Also in dem Sinne, wir brauchen da von Ihnen die Grundnummer von Ihrem Anschluss. Können Sie ein bisschen deutlicher sprechen? Ich kann nicht mehr so gut hören. Herr Gärtner. Hallo. Ja, hören Sie, Sie bezahlen doch Strom, oder? Ha, was bitte? Junger Mann, können Sie ein bisschen lauter sprechen, bitte? Scheinbar nicht. In Herrn Eberhard Gärtner am Apparat. Ja, wer ist da bitte? Gärtner, geht um die Gleitsichtbrillen, für die Sie sich interessiert haben. Um was bitte? Um die Gleitsichtbrillen, für die Sie sich interessiert haben. Ja. Ich wollte nach einem Optiker für Sie schauen. Einen Optiker? Ja. Ja, ich wollte nach einem Optiker für Sie schauen, der Sie erstmal kostenfrei beraten würde, dass Sie sich einen Eindruck machen können von unseren Angeboten. Ja, ist sie denn angefunden worden bei Ihnen? Also, ja, wir haben hier leider nur einen Optiker in Flensburg oder Burg. Wäre das auch eine Option oder ist das zu weit weg? Aber wie ist meine Brille denn nach Flensburg gekommen? Achso, Ihre Brille ist nicht nach Flensburg gekommen. Ja, die suche ich ja im Prinzip schon. Ach, die. Ich hatte da ja bei Ihnen angerufen, beim Fundbüro.
Ach, beim Fundbüro. Nee, mit dem Fundbüro hat das hier nichts zu tun, ne? Ach so. Sie haben sich hier online für unsere Brillen interessiert und ich hätte einen unverbindlichen Beratungstermin für Sie vereinbart. Wir sind kein Fundbüro. Also das hätte ich, weil ich habe die verloren. Ist die nicht bei Ihnen angefunden worden? Ihre verlorene Brille ist nicht bei uns angekommen, nee. Das ist sehr tragisch, weil da hängen ja Erinnerungen dran und ich kann ja auch nicht ohne nicht mehr so gut gucken. Sollen wir Ihnen eine neue Brille machen, dann haben Sie neue Erinnerungen, die Sie mit der Brille verknüpfen können. Wie bitte? Ich sag, sollen wir Ihnen eine neue Brille fertigen, dann haben Sie neue Erinnerungen, die Sie mit der Brille verknüpfen können. Ja, haben Sie denn das Modell C13 noch da, im Prinzip? Hätte ich das ja gerne wieder. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Können Sie danach gucken? Nee, ich bin selber kein Optiker, ich mache nur die Termine. Also wir haben hier einen Optiker in Flensburg. Wäre das so eine Option, Flensburg? Wie soll ich da denn hinkommen? Ja, das kann ich Ihnen nicht verraten, mit dem Auto vielleicht. Oder mit ja, sag ich, ich habe ja im Prinzip 5G-Minuten von mir an Marktplatz in drei Optiker. Ja. Da haben wir leider keinen Optiker dann bei Ihnen in der Nähe. Da muss ich die ganze Geschichte hier erstmal rausnehmen. Falls Sie noch mal Interesse haben, können Sie sich ja gerne jederzeit melden, ja? Was wäre das denn? Ich habe jetzt den Sinn des Anrufes noch nicht ganz evaluieren können. Also ich hätte nach dem Optiker für Sie geschaut und einen kostenfreien Beratungstermin für Sie vereinbart. Da hätten Sie sich erstmal einen Eindruck davon machen können, ob da eine Brille für Sie dabei wäre oder nicht, Herr Gärtner. Mehr ist es gar nicht. Ja, ja? Und warum muss man da, sag ich mal, durchs halbe Land für reisen? Ist das diese Laserbrille von US-Militär? Wir Partneroptiker in ganz Deutschland haben, aber leider bei Ihnen in der Nähe ist jetzt hier der nächste tatsächlich erst in Flensburg. Herr Gärtner, passen Sie auf. Ich trage das erstmal so ein, dass es für Sie keinen Sinn macht. Sie können sich ja nochmal informieren auf unserer Seite brillen.de und falls Sie Interesse haben, melden sich gerne jederzeit, ja? Ja, und soll ich mir die Brille dann bei Ihnen jetzt holen kommen? Ja, wenn, dann müssten Sie in Flensburg einen Termin machen, ne? Ja, aber wie ist meine Brille denn da hingekommen? Habe ich die in der Bahn vergessen? Herr Gärtner, das führt hier alles zu nichts. Sie haben es falsch verstanden. Wir sind kein Fundbüro. Ich trage das jetzt hier so ein, dass Sie kein Interesse haben und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Ja, ich möchte ja doch gern wieder haben. Wo muss ich da? Jetzt hat er einfach aufgelegt. Ist der Herr Sommer da? Guten Morgen, hier ist Marder. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Ich möchte gern den Herrn Sommer sprechen. Herr Sommer wohnt hier nicht. Okay, Ihr Betreuer. Ja, der wohnt hier ja nicht. Ach so, wann kommt er denn wieder? Ja, der ist gerade weggegangen. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Soll ich Ihnen was ausrichten? Es hat ja noch die Karte gefehlt, ne? Ja, die Karte. Genau. Haben Sie die jetzt zu Hause? Ja. Ich habe schon aufgepasst, was Sie gesagt haben. Super. Ja. Soll ich das, ich müsste noch mal kurz mit Ihnen ein Stück weiterrollen. Ja. Hallo? Ja. Ja, sollen wir das so machen? Ich bräuchte dann noch die Karte, ne? Die Nummer, die auf der Karte steht. Ja, ich habe ja gesagt, da muss ich kurz hinrollen. Genau, ich warte einen Moment, ne? Ja, ich habe so ein Telefon zum Tragen. Mhm. Ich kann Sie da mitnehmen. Ja, machen Sie das mal. Ja, weil wir hatten ja gestern gesprochen, ne? Mhm. Ja, und wann kommt das dann alles? Das würde dann in ein paar Tagen bei Ihnen sein, ne? Ja. Der Antrag dafür, ne? In Ordnung. Wie ist Ihr Vorname? Wie bitte? Wie ist Ihr Vorname? Egon. Und der Nachname? Marder. Gestern war es noch Maulwurf. Wie bitte? Gestern war es noch Maulwurf. Ja, das ist ja der Name von meiner Frau gewesen. Ach so. Mhm. Ja, die fehlt mir so sehr. Mhm. Und wann kommt der Gewinn dann zu mir? Das ist ja ein Antrag für die kostenlosen Pflegehilfsprodukte, ne? Ja. Genau. Haben Sie die Karte schon rausgesucht? Ich habe das ja rausgesucht. Sie haben ja gesagt, Sie müssen da die IBAN erstmal haben. Nee, keine IBAN. Die Kosten gedeckt sind von den Gewinnspielen. Ich brauche da keine IBAN-Nummer. Ich brauche die Karte von der Versicherung, ne? Wo Sie versichert sind. Ja, aber ich sollte doch in Vorkasse für das Gewinnspiel gehen. Nee, es geht hier um kein Gewinnspiel. Ach so. Weswegen hatten Sie angerufen?
wegen der kostenlosen Pflegehilfsprodukte. Sind Sie ein Pflegefall? Ja, und wie kann ich Ihnen da jetzt weiterhelfen? Scheinbar gar nicht mehr. Einer weniger. Rollera. Pony. Hallo? Ja, schönen guten Tag, Matthias Kaiser. Mein Name ist wirklich bei Rollera. Ja, Roland Rollera. Wie kann ich Ihnen Roland. Helfen? Und durch unser Haus wollten Sie über die Vorteile einer Sterbegeldversicherung informiert werden? Wer ist gestorben? Wer ist gestorben? Sie wollten über die Vorteile einer Sterbegeldversicherung informiert werden. Das haben Sie sehr schön ausgesprochen. Ein Kompliment. Ja, und ich darf auch fragen, Sie wollten doch dabei informiert werden, ne? Was haben Sie denn da? Ja, das sage ich Ihnen gerade mal. Sie haben 2 Minuten Zeit für mich. Ist sicher, ist Feierabend, ist Wochenende, da können wir sprechen. Alles klar. Also erstmal wissen Sie ja, die gesetzlichen Krankenkassen zahlen keinen Sterbegeldzuschuss mehr. Und dass eine Bestattung billig ist, das wissen wir, ne? Das ist richtig. Und Herr Rohleder. Wer ist jetzt gestorben? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Nein, es ist niemand gestorben. Es geht um das Thema Sterbegeldversicherung. Und das wollte ich Ihnen nahebringen, dass jemand denkt. Also wenn mal jemand stirbt, sozusagen. Ja, genau. Wenn Sie mal zum Beispiel nicht mehr da sind, dass die Bestattung bezahlt werden kann, ohne dass man auf Hinterbliebene zurückgreifen muss. Dass man wen angreifen muss? Verstehen Sie mich eigentlich überhaupt, Herr Rohleder, richtig? Ja, ich glaube nicht, ne? Ja, ich habe ein bisschen was getrunken heute. Sie haben ein bisschen was getrunken? Ja, das höre ich irgendwie raus, ja. Sag mir stark, Bruder. Alles klar, also dann melde ich mal wieder zurück, wenn Sie nüchtern sind, ne? Was, wie bitte? Ich melde mich zurück, wenn Sie wieder nüchtern sind. Wenn ich ehrlich sein soll, glaube ich, das wird dauern. Ja, das kann vielleicht noch dauern, okay. Dann wäre es vielleicht sogar besser nächste Woche, ne? Sag also, stark, Bruder, reingehauen. Alles klar, Sie haben richtig reingehauen, das hört man irgendwie, ja. Nein, Sie sollen reinhauen, es ist Wochenende, geh mal nach Hause. Das versuche ich. Sag bis stark. Dann, schönen Tag. Reingehauen. Ja, teilgenommen und Interesse für unsere Gleitsichtstudie verkundet. Wie bitte? Ich habe Sie nicht verstanden. Sie haben ja Interesse an unserer Gleitsichtstudie verkundet. Ist das richtig? Was habe ich beurkundet? Alles gut, kein Problem. Schönen Tag noch. Tschüss. Wer ist da bitte? Hallo? Widerliches Mistviech. Ja, Dimitri, ist aber? Da am Telefon. Es geht um die Bonusauszahlung der gesetzlichen Krankenkasse, Herr Sommer. Um was bitte? Um die Bonusauszahlung der gesetzlichen Krankenkasse. Da. Diesbezüglich hatten sich online informiert und wollten unverbindlich weitere Infos haben. Wie kann ich Ihnen da helfen? Wohl gar nichts. Hallo? Schönen guten Tag, mein Name ist Martin Rutz von der Firma Goldgas. Herrn Sommer hätte ich gern gesprochen. Da im Moment, ja. Hallo, wie kann ich helfen? Grüß Sie alle. Hallo. Dimitri Sommer ist am Telefon. Da. Sind Sie am Apparat? Da. Ja, wir melden uns wegen Strom und Gas. Ja, wie kann ich Ihnen da helfen? Bei uns funktioniert das. Dass Sie ab 1. Januar weniger bezahlen. Weniger? Hallo. Hallo. Machst du YouTube, Bruder, ne? Wie bitte? Blöd! Hallo? 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 Guten Tag. Schönen guten Tag, hier ist die Frau Ginke von der Burda Direkt Services. Konstantin Romanov hätte ich gern gesprochen. Ja, einen kleinen Moment bitte. Konsti, Telefon! Weiß ich nicht. Komm mal bitte. Ja, das kann ja warten. Ich mach das weiter. Romanov, hallo! Ja, schönen guten Tag, Herr Romanov. Hier ist die Frau Gies. Es geht darum, Herr Romanov, Sie hatten sich vor kurzem im Internet an einem Gewinnspiel eingeschrieben. Es geht um das Samsung Galaxy S8. Ha, hab ich das gewonnen? Nee, ganz nicht. Oh. Ich drück Ihnen die Daumen, Herr Romanov. Also Hoffnung nicht verloren, da? Nein. Gut, weil Hoffnung soll man ja nicht aufgeben. Richtig. Wie gut sind Chancen? Wie gut sind denn Chancen? Wie viele Menschen noch dabei? Weiß ich gar nicht so. Ach genau, so. Das kann ich gar nicht so genau sagen, Herr Romanov. Wir werden Sie auf jeden Fall bezüglich des Gewinnspiels nochmal schriftlich kontaktieren, ja? Da. Damit Sie genau wissen, wie viele da jetzt noch drin sind, und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Und was jetzt? Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, jetzt können Sie weitermachen. Und was war jetzt der Sinn des Anrufes? Dass wir Sie nochmal schriftlich kontaktieren, dass wir Sie nicht vergessen haben. Sie rufen mich an, um zu sagen, dass Sie mir einen Brief schicken. Und als nächstes Mal schicken Sie mir einen Brief und sagen, ich will Sie anrufen. Oder wie macht ihr das? Wer weiß. Das ist alles ein bisschen komisch. Bin ich vielleicht bei Radio? Nein. Bin ich bei YouTube? Nein. Bin ich bei Germany Next Topmodel? Weil hab ich so einen geilen Körper? Oh, Sie wollen mich doch veräppeln hier. Was ist das? Wer ist da? Herr Romanow, ich bin von der Burda Direct Service GmbH. Wie gesagt, wir werden Sie nochmal schriftlich kontaktieren und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Was für Adresse Sie haben? Blöd! Ich wollte gerade sagen, dass diese Daten daher kommen könnten, dass die für viel Geld illegal im Internet Kundendaten kaufen, aber das wolltet ihr nicht mehr hören. Schade. Hallo? Hallo. Hallo. Schönen guten Abend, Herr Käfer. Ja. Ja, mein Name ist Jens und ich komme durch von der Monuta. Sie singen ja. Ja. Ich finde irgendetwas lustig. Was ist lustig? Sie wohnen in Baden-Baden, das ist richtig, ja? Ja, wer möchte das denn wissen? Mein Name ist Jens, ich komme durch von der Monuta. Es geht um Informationen, Thema Sterbegeldversicherung, Patientenverfügung. Wer ist gestorben? Wie, was, wer gestorben ist? Jeder Stürmer. Wie bitte? Wie bitte? Wie alt sind Sie? Wie bitte? Wie alt sind Sie? 83. 82, oh, Entschuldigung. Ich wünsche Ihnen alles Gute, langes Leben. Tschüss. Wie bitte? Ich wünsche Ihnen ein langes Leben. Tschüss. Wer ist denn da?